Okay. Batterie aus hier. Komm und jetzt sehen. Muss schon okay sein. Okay, guck. Okay, alles klar. Weißt du, für Juristen? Nobody can see what happens here. Hi, heute wollen wir über Programme reden. Steigen wir doch gleich mal ein mit der Definition. Ja, ein Computerprogramm ist eine Sammlung von Daten und Anweisungen, die ausgeführt werden durch einen Computer, um einen bestimmten Task, also eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Oh, da ist dein Link, ist nicht von mir. Da. Was seht ihr? genau. Ja, also was macht ein Computerprogramm? Man packt es auf den Computer, damit der Computer bestimmte Dinge tut. Das zieht mit sich, dass man sich vorher Gedanken machen muss, was soll dieses Programm eigentlich tun? Gibt es bestimmte Umstände, die sich ändern können, auf die das Programm reagieren soll? Zum Beispiel, ich habe ein Programm und ich möchte, dass jemand seinen Namen eingibt und das Programm hat die Aufgabe, dann zu sagen, hallo, Name. Ja, also wenn dann das Programm startet, dann sagt das Programm, hey, gib mal deinen Namen ein. Ich gebe meinen Namen ein, Nuri. Und dann sagt das Programm, hallo, Nuri. Und jetzt muss ich mir Gedanken machen, gibt es Situationen, auf die das Programm reagieren muss? Was könnte das zum Beispiel sein? Jemand gibt gar keinen Namen ein, sondern nichts. Und dann steht da Hallo, Komma. Ausrufezeichen. Möchte ich das verhindern? Ich könnte das verhindern. Zum Beispiel, wenn ich sage, okay, wenn jemand nichts eingibt, aber auf Enter drückt, dann soll das Programm sagen, hey, du hast nichts eingegeben. Ich könnte das aber auch zum Beispiel darauf vorbereiten, dass jemand nur Ziffern eingibt und sagt, oh, da besteht eine Verwechslung, du hast nur Ziffern eingegeben. Vielleicht möchte ich aber auch, dass jemand nur Ziffern eingibt. Ja, vielleicht gibt es später künstliche Intelligenzen, die sich durch Ziffern rufen lassen oder Zahlen. Ja, hallo 935,8 oder hallo 1,3457 und so weiter. Und das muss man halt vorher wissen. Das ist halt witzig, dass es da auch eine Parallele gibt, ne? Weil als Jurist, wenn ich zum Beispiel einen Vertrag aufsetze, muss ich mir Gedanken machen, was sind die Parteien des Vertrags, ja, also die User des Vertrages, in deren juristische Situation ich quasi programmiere. Und ich muss mir überlegen, in welchem Umfeld lebt dieser Vertrag später, ne? Welche Situationen können auf diesen Vertrag zukommen, will ich Kriegsausbrüche mit berücksichtigen, Meteoreinschläge, Pandemien, und all diese Dinge. Und da kann man sich schon sehr viele Gedanken machen. Und was man auch machen kann, ist zu sagen, hey, was passiert eigentlich, wenn eine Situation entsteht, die durch diesen Vertrag nicht vorhergesehen wurde? Ja, und das kann man bei Programmen auch machen. Das Programm kann man zum Beispiel so einstellen, dass es einen Fehler auswirft. Ja, wenn man sich keine Mühe gibt und nicht dafür sorgt, dass unerwartete Dinge passieren, dann stürzt das Programm in der Regel einfach ab, weil es keine vorgesehenen Anweisungen für den Computer gibt. Aber wenn ich jetzt eine Fehlermeldung vorher sehe, dann stürzt das Programm nicht ab, sondern es beendet sich quasi oder jedenfalls kommt es bis zu dieser Fehlermeldung. Und wenn man sich jetzt noch mit der Fehlermeldung sorgfältig Mühe gibt und nicht schreibt, ups, something went wrong, ja, oder error exception, sondern sich Mühe gibt und vielleicht wenigstens eine Nummer dazu schreibt und sagt, okay, ich nummeriere jetzt die Fehlermeldungen von 1 bis 235.000
Und wenn dann jemand mit Fehler 578 kommt, dann kann ich den Fehler 578 in meinem Code suchen und dann weiß ich, welcher Fehler das sein könnte. Oder ich kann noch großzügiger sein und vielleicht noch Hinweise geben. Ich kann sagen, hey, etwas stimmt mit deiner Webcam nicht. Und auf diese Art kann man dann dafür sorgen, dass quasi für unvorhergesehene Fälle, auf die das Programm nicht vorbereitet ist, gesorgt ist. Kann man ein Programm eigentlich auch auf unvorhergesehene Fälle vorbereiten? Damit werden wir uns im Bereich künstliche Intelligenz beschäftigen. Aber machen wir erstmal so weiter. Schauen wir uns an, was macht ein Programm eigentlich? Ja, das Programm enthält eine Anweisung. Und wenn es mehr als eine Anweisung enthält, dann werden diese Anweisungen nach und nach und nach und nach durchgeführt. Sequenziell, also nacheinander. Wie funktioniert dann aber Multitasking? Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel Skype starte, oder Zoom oder TeamViewer oder TeamLink oder BigBlueButton oder Jitsi oder Cisco WebEx oder Microsoft Meeting oder Microsoft Teams oder Google Meet oder Google Hangout, ja. Ich glaube, mehr werden mir jetzt demnächst auch nicht mehr einfallen. Gibt bestimmt noch irgendwie so ICQ Video Chat oder so. Und jedenfalls. Wenn man so ein Programm startet, dann läuft das ja erstmal. Und vielleicht will ich noch irgendwie Word nebenher benutzen oder LibreOffice oder OpenOffice oder den Writer von Mac OS, welcher ist das, der da mitkommt? Jedenfalls, vielleicht will ich sowas benutzen, ja, vielleicht will ich ein Textprogramm nebenher benutzen, das ich vielleicht als Grundlage zur Präsentation nutze oder ein Folienpräsentationsprogramm. Und wenn ich sowas laufen habe, wenn ich sowas haben will, dann müsste das ja gleichzeitig laufen mit dem Telco-Programm. Und wie funktioniert das denn, wenn ich jetzt sage, ich starte jetzt das Telco-Programm und das läuft sequenziell ab und dann ist da diese durchgehende Aufgabe, ständig das Videobild von anderen zu zeigen und mein Videobild den anderen zu schicken und den Ton von den anderen zu darzustellen, auszuwerfen quasi und meinen Ton den anderen zu übertragen, dann ist ja eigentlich gar kein Platz mehr, wenn das wirklich so ganz sequenziell gemacht wird. Und Multitasking funktioniert so, dass zwischen den Programmen hin und her gesprungen wird. Also das erste Programm gibt seinen Befehl quasi in den Prozessor und während dieser Befehl quasi durch den Prozessor läuft, schickt das nächste Programm seinen Befehl rein. Und dann wird dann so hin und her gesprungen. Erst der eine Befehl, der andere Befehl, der eine Befehl, der andere Befehl, der eine Befehl. Also zum Beispiel OS-Programm, zack, Telco-Programm, Word-Programm, Telco-Programm, Word-Programm, Telco-Programm. Und weil diese Verarbeitung von diesen Befehlen so unglaublich schnell funktioniert, ist es so, dass es dann quasi simultan funktioniert. Das sieht so aus, als wäre es simultan. Und so wird das traditionell gemacht. Nämlich abwechselnd. Es geht aber auch synchron, wenn es mehrere Prozessoren gibt. Ja, also wir haben jetzt nicht mehr Dual-Core, sondern eher so Quad-Core. Und wenn ich mehrere Prozessoren habe, kann ich die quasi benutzen und sagen, hey, das Textverarbeitungsprogramm hat diesen Prozessor und das Konferenzprogramm hat diesen Prozessor und dann laufen die wirklich tatsächlich simultan. Das geht. Und so kann man dann dafür sorgen, jetzt werde ich dich von links so angeleuchtet. Natürlich blöd für den Rest des Videos. Naja. Und so kann man jedenfalls dafür sorgen, dass quasi mehrere Programme tatsächlich gleichzeitig laufen. Genau, das ist auch schon eigentlich alles, was da passiert. Man kann auch ein einzelnes Programm dafür ausrichten, quasi mehrere Prozessoren gleichzeitig zu bearbeiten. Ja, also ich habe dann irgendwie, ich sage, hey, ich möchte, dass dieser Aufgabenbereich hier reinläuft und dieser Aufgabenbereich da rein und dieser Aufgabenbereich da rein und dann lasse ich einen Prozessor für die anderen Sachen übrig. Das kann man durchaus machen und quasi das dann mit berücksichtigen, damit das Programm, was man da erstellt, besser läuft. Multithreading wäre da der Begriff. Cool. Okay, also wie entsteht denn jetzt ein Programm eigentlich? Ja, also der Computer, ja, also wirklich auf dieser niederen Maschinenebene quasi im Maschinenraum, nimmt nur Maschinensprache entgegen. Ja, also das sind entweder so zusammengefasste Befehle oder wirklich nur 0 und 1.
In Nullen und Einsen zu programmieren ist extrem schwierig. Deswegen ist es so, dass wenn man nur in diesem speziellen Format Befehle abgeben kann, dass man dann entweder nur ganz einfache Befehle abgeben kann, also im Bereich Programmieren. Also im Bereich Programmieren. Oh Gott. Also im Bereich Programmieren ist es so, dass ich könnte schon in, also was weiß ich, ja, jemand könnte schon, also als Mensch könnte man schon im Bereich Maschinensprache arbeiten und quasi sagen, okay, ich nehme jetzt diese Maschinensprachbefehle und ich muss die jetzt nicht unbedingt in Nullen und Einsen programmieren, sondern ich mache es so, dass ich sozusagen einen Alias benutze oder eine menschenverständliche Bezeichnung für die unterschiedlichen Befehle, wie zum Beispiel addieren und subtrahieren und vielleicht merkt ihr, was bei dieser Addition oder merkt ihr, was bei dieser Addition oder Subtraktion rauskommt, legt es mal ab für später und zwar an dieser Stelle und dann später im Code kann ich sagen, hey, guck mal an dieser Stelle, hol mal die Zahl da raus und subtrahiert die nochmal. Und das kann man auch machen. Es gibt dabei aber zwei Probleme. Das erste Problem ist, man muss halt immer hin und her springen. Ne? Das wird einem beim Programmieren aber eh nicht erspart bleiben. Aber man würde dann halt eben diese Subbefehle und Addbefehle und so würde man dann benutzen. Das andere Problem ist, dass auf dieser Ebene die Befehle nicht sehr komplex sind. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel mein Lieblingsbeispiel, wenn ich multiplizieren will, muss ich, wenn ich jetzt zum Beispiel 4 mal 5 nehmen will, dann heißt es ja, dass ich die 4 zu einer Zahl mutiere, in der die 4 5-mal drin ist. Na, was heißt das? Ich nehme die 4 einfach 5-mal mit sich selbst plus. Also ich habe die 4 und dann nehme ich die plus 4, das wäre quasi nicht nur 1-mal 4, sondern schon 2-mal 4. Dann nehme ich die plus 4, komme ich auf 3-mal 4. Dann nehme ich die plus 4, komme ich auf 4-mal 4. Dann nehme ich sie nochmal auf plus 4 und komme ich auf 5-mal 4. So, und das bedeutet, ich sage meinem Computer in der Maschinensprache, wenn ich nur auf der Ebene arbeite, hey Computer, ich habe hier den Befehl 4x5 bekommen. Merkt ihr mal bitte die 5 hier oben, da, ja, wo ich vorhin hingezeigt habe, genau an dieser Stelle, merkt ihr mal bitte die 5. Und dann nimm bitte die 4 und nimm sie plus 4. Und jetzt zieh von dieser 5 1 ab und dann noch 1 für jedes Mal, dass ich plus 4 genommen habe. Ja, und wenn die 5 dann irgendwann eine 1 geworden ist, dann habe ich 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 gerechnet, was dann 20 ergibt. Und so kann ich dann quasi die Multiplikation schreiben im Maschinencode. Und da wird langsam klar, okay, ich kann jetzt natürlich, wenn ich addieren kann und speichern kann, ja, hier oben speichern kann, da, genau an dieser Stelle, und multiplizieren kann, dann kann ich irgendwann auch anfangen, mir Text zu merken und Text darzustellen und mir Bilder zu merken und Bilder darzustellen. Ist aber sehr aufwendig. Was ich dann auf Dauer mache, ist halt, ich merke mir, wie ich beim ersten Mal Multiplikationen programmiert habe und wann immer ich die brauche, packe ich die rein. Und weil auch das irgendwie aufwendig ist, gibt es dann später höhere Programmiersprachen. Ja? Während ich bei der Maschinensprache mir so Sachen wie bewegt das zum Speicher oder addiere oder subtrahiere, mir merke durch Move und Sub und Add, kann ich bei höheren Programmiersprachen komplexe Befehlskombinationen zusammensetzen. Ja, und wenn ich komplexe Befehlskombinationen habe, wie zum Beispiel multiplizieren oder auf dem Bildschirm darstellen oder als Text speichern quasi, diese Befehle habe ich dann gleich in der Programmiersprache mit drin und muss die nicht erstmal zusammenbauen und für später aufbewahren. Das ist ziemlich genau das, was eine höhere Programmiersprache macht. Während also bei der Maschinensprache quasi ich Move und Sub und Add und so schreibe und sage, wo es genau hin soll quasi in den Speicher und der Assembler wandelt es dann in Nullen und Einsen oder in Hexadezimalcode um, habe ich bei einer höheren Programmiersprache die Möglichkeit, okay, die Mühe hat sich schon mal jemand gemacht und daraus hat er dann eine höhere Programmiersprache gemacht und die höhere Programmiersprache, die kümmert sich dann auch darum.
Während ich also diese Bibliotheken quasi aus zusammengesetzten Befehlen bei der Maschinensprache quasi vorhalten und pflegen muss, hat sich diese Mühe schon jemand bei einer höheren Programmiersprache gemacht und die nach einer Logik quasi aufgestellt, aufbereitet und Befehle konstruiert quasi, die dann diese komplexeren Aufgaben lösen können. Und die höhere Programmiersprache ist es dann auch, die sich darum kümmert, dass zum Beispiel Informationen an einer bestimmten Stelle gespeichert werden. Ich muss dann nicht mehr genau sagen, hey, speichert das mal im Speicher da und da, sondern ich sage dann einfach nur, hey, leg mal diese 5 zum Beispiel ab und merk dir sie unter der Bezeichnung Faktor. Und wenn ich das nächste Mal nach Faktor frage, dann sucht er selber raus, wo das abgespeichert wurde und gibt mir die 5 raus. Und wenn ich den Faktor mal verändern möchte, zum Beispiel sagen möchte, hey, ich möchte, dass der Faktor um 1 verringert wird, dann merkt er, sucht er halt die 5 raus, ändert die auf eine 4 und packt sie wieder an diesen Speicherort. Aber wichtig ist es, das Bewusstsein, dass diese Informationen an einem bestimmten Speicherort sind. Na, als guter Programmierer weiß man dann, okay, die liegen irgendwo an einem Speicherort, man weiß dann, wie lange sie da liegen und ob sie zum Beispiel nach Ausführen des Programms auch wieder gelöscht werden. Na, wer jetzt zum Beispiel ein wichtiges, gefährliches Programm konstruiert, also wer zum Beispiel eine App fürs Banking programmiert, na, der muss sich sehr genau Gedanken machen, wo in einer Variable zum Beispiel das Passwort gespeichert wird oder idealerweise nur der Hashwert, so eine Art Quersumme des Passworts gespeichert wird und dass sie dann auch wieder gelöscht werden muss und dass er auch Sorge tragen muss dafür, entweder indem er weiß, okay, das Programm löscht unter dieser und dieser Bedingung den Speicher sowieso oder er sagt, hey, ich gebe noch diese Aufgabe, diesen Speicher auf jeden Fall zu löschen, damit der nicht irgendwo im RAM-Speicher weiterhin rumwabert und vielleicht anderen Programmen zur Verfügung steht. Da muss man also aufpassen. Ja, genau. Also wenn wir also jetzt Maschinensprache quasi haben, die mit Assembler in Binärcode umgewandelt wird, womit der Computer dann super umgehen kann, wird in der Regel programmiert, ja, mit Programmiersprachen wie C++, ja, oder C#. Jetzt fallen mir lauter Sachen mit C ein, Ruby on Rails, Python, Haskell und ganz viele andere Programmiersprachen, ja, eine Riesenliste. Und die ändern sich mit der Zeit auch. Es gibt dann irgendwann neuere Programmiersprachen, wo neue Bedürfnisse auch abgedeckt werden. Und auch für die neuen Programmiersprachen gibt es dann sogenannte Libraries. Und in diesen Libraries werden ebenfalls in der Programmiersprache programmierte Codeschnipsel nochmal vorgehalten. Also ich habe gesagt, hey, in der Maschinensprache Multiplikation zu programmieren ist gar nicht so einfach und man sollte sich das merken. Und in Python zum Beispiel ein neuronales Netzwerk zu programmieren ist auch nicht so einfach und man sollte sich das dann merken. Und irgendwann hat sich jemand hingesetzt und gesagt, hey, ich habe mir jetzt so viel Code dazu gemerkt und ich habe den so schön optimiert, ich mache daraus jetzt eine Library. Na? Und das ist nichts anderes als vorbereiteter Code. Mit einem großen Unterschied. Wenn ich mir jetzt irgendwas programmiere und ich mir das merke, dann ist es ja schön und gut, aber wenn sich jemand hinsetzt, der sich mit der Mathematik und der Funktionsweise von Speicher in Computern und wie Python zum Beispiel auf diesen Speicher einwirkt und ideal mit Prozessoren interagiert, wenn sich so jemand hinsetzt und eine Library schreibt dafür quasi und zur Verfügung stellt, ach, das ist natürlich eine ganz andere Wirkung. Ja, das ist dann unglaublich effizient, so als hätte das von Anfang an in der Programmiersprache schon existiert und wäre quasi mitgedacht worden. Das klappt nicht immer. Manchmal ist es so, dass eine Programmiersprache auch irgendwann nicht mehr mithalten kann mit den komplexen Anforderungen, die gestellt werden. Und man muss auch berücksichtigen, dass verschiedene Programmiersprachen für verschiedene Aufgaben geeignet sind. Ja, also Python fängt jetzt langsam an, sich wirklich durchzusetzen im Bereich künstliche Intelligenz und vor allen Dingen Textverarbeitung. Und für die Verarbeitung von großen Mengen von Daten, aber zum Beispiel R ist eine Programmiersprache, die sich durchgesetzt hat für die Verarbeitung von komplexen mathematischen Prozessen. Und so hat jede Programmiersprache in bestimmten Bereichen Vorzüge, in anderen Bereichen Nachteile. Manchmal ist auch schon das Alter von der Programmiersprache unter Umständen ein Vorzug, wenn diese Programmiersprache sich extrem verbreitet hat. Ja, wenn ich weiß, okay, Java funktioniert jetzt auf allen möglichen Maschinen und in allen möglichen Umgebungen, dann kann es ein Vorteil sein, in Java zu programmieren. Ja, und so ergibt sich das, dass quasi mit jeder Programmiersprache so ein gewisses Ökosystem kommt. Und das hat natürlich einen großen Vorteil, eine weit verbreitete Programmiersprache zu nehmen, weil man sehr viel Unterstützung auch bekommt. Es gibt sehr viel Lehrmaterial und es gibt sehr viele Leute, die sich damit beschäftigen. Und man kann davon ausgehen, dass in der nächsten näheren Zeit, jedenfalls auf mittlere Frist, vielleicht sogar schon auch neue Libraries dazukommen, beziehungsweise die vorhandenen Libraries gepflegt werden. Tja,
Genau, wenn ich jetzt also in hochkomplexer Programmiersprache schreibe, ich gehe mal zur Seite, damit man den Pfeil sehen kann, wenn ich jetzt in hochkomplexer Programmiersprache schreibe, dann ist es die Aufgabe des Compilers, ja, aus dieser komplexen Sprache, aus diesem Python-Code oder was auch immer Code, dann am Ende, wenn ich fertig bin mit Schreiben, die Maschinensprache draus zu machen. Ja, das bedeutet, wir bekommen dann ein Binary-File, wir bekommen eine ausführbare Datei. Und diese Datei, die besteht dann quasi aus Maschinensprache mit Anwendungen, mit Anwendungen, mit Anweisungen, die der Computer dann auf maschinensprachlicher Ebene versteht und ausführen kann. Und deswegen ist es auch so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel eine Software habe, ein Betriebssystem zum Beispiel, wo der Quellcode, also die Programmiersprache, dieses in höherer Sprache quasi formulierte, dieser Code quasi, der in höherer Sprache formuliert wurde, wenn ich an den jetzt nicht mehr rankomme, dann ist es schwierig, aus der Maschinensprache zu erkennen, was da programmiert wurde, ja, unter welcher Bedingung was passieren soll. Und wenn man das trotzdem herausfinden möchte, dann müsste man hier den Prozess des Reverse Engineering ausführen, quasi anwenden. Na, während quasi das Erstellen von diesem Code Engineering wäre, ist das Herausdruseln und Herauspuzzeln von Code, weil ich quasi das Programm an einer Stelle steche und ihm einen Input gebe und gucke, was auf der anderen Seite an Output rauskommt und ich dann sozusagen anhand der Reaktion von dem Programm erkenne, welcher Befehl dahinter stecken musste. Das wäre dann das umgedrehte Programmieren quasi, Reverse Engineering. Und so kann man dann trotzdem noch herausfinden, wie eine Software funktioniert. Das ist besonders dann wichtig, wenn zum Beispiel jemand versucht, ein Programm zu hacken. Und dann sagt er, okay, ich gebe jetzt mal, jetzt nehmen wir zum Beispiel mein Hallo Welt-Programm, ja, mein Hallo Nuri-Programm von vorhin. Und jemand sagt, okay, kann ich das Programm eigentlich zum Abschluss bringen, wenn ich Ziffern eintippe? Und dann gibt jemand Ziffern ein und entweder das Programm sagt Hallo 12,543 oder das Programm reagiert darauf und sagt, hier, Ziffern, tut mir leid, sind nicht erlaubt. Und wenn jetzt jemand weiß, mit welchem Code ich das geschrieben habe, und der weiß, dass Befehlszeilen immer mit einem Semikolon enden, und er gibt jetzt in seinen Namen Nuri Semikolon, löscht die ganze Festplatte ein und das Programm führt es aus, dann hat er das Programm erfolgreich gehackt, zum Beispiel, weil das Programm einen Befehl ausgeführt hat, der ursprünglich bei Erstellen des Programms von dem Ersteller nicht so vorgesehen war. So könnte man über Hacken, wenn wir später noch reden, aber belassen wir es erstmal bei dieser Definition. Und dann wäre das Programm gehackt worden quasi. Und manchmal ist es nicht ganz so einfach, sondern manchmal muss man halt gucken, ja, also wenn ich dem Programm jetzt drei Anweisungen schicke und ich sage ihm, hey, ich schicke dir zum Beispiel diese Datei hier und die ist 2 Megabyte lang und ich gebe ihm aber nur 1 Megabyte, wie reagiert das Programm darauf? Ja, das könnte nämlich sein, dass das Programm diese Datei, die es geschickt bekommt, in den Speicher legt. Ne? Wir haben ja eben schon von diesem Speicher geredet hier, hier oben, ne? Von dem Speicher, den habe ich so gezeigt, genau. Diesem Speicher hier, der da. Ja, das Programm reserviert jetzt also irgendwie 2 Megabyte RAM-Speicher, beziehungsweise schreibt einfach in den RAM-Speicher rein. Und wenn es die Aufgabe bekommt, mir das zurückzuschicken, hat es nur 1 Megabyte reingeschrieben, schickt mir aber 2 Megabyte zurück. Wer weiß, was da in dem RAM-Speicher ist. Wenn da der Programmierer vorhin nicht aufgepasst hat, dann sind da vielleicht noch Passwörter von einem anderen Programm drin. Und die schickt mir das Programm dann zurück. Und dann hätte ich quasi durch geschicktes Reverse Engineering, indem ich verschiedene Dinge probiere, einen Fehler gefunden, hätte ich herausgefunden, welche Mechaniken diesem Programm zugrunde liegen und hätte dann einen Fehler gefunden. Das war übrigens zum Beispiel die Lücke, die bei Heartbleed vorlag. Sprechen wir später noch drüber. Gut. Gibt es dazu Fragen? Schreibt sie runter in die Kommentarspalte. Okay, also schauen wir uns das nochmal als Schema an. Ja, also wir haben hier oben die Maschinensprache quasi in Nullen und Einsen, dann haben wir den Assembler, der so einen Grundstock an Befehlen anbietet, die aber sehr eingeschränkt sind. Und wir haben die Programmiersprache, die dann echt mit komplexen Befehlen aufwarten kann, die dann sagt, hey, wenn das eine, dann macht das andere und merkt dir bitte mal folgende Befehlsabfolge und führe die immer aus, wenn irgendetwas Bestimmtes passiert aus dieser Liste hier. Ja. Oder solange eine bestimmte Bedingung gegeben ist, zum Beispiel solange wir noch nicht bei Null angekommen sind, führe bitte aus einer Liste alle enthaltenen Elemente auf.